du bist halt eher der ich sag mal, der Bauernbursch. Ich bin der Holzfäller-Typ. Ja, es ist eher halt robust und du bist eher so die festlich. Die Marzipanfigur auf der Torte. Ja, und wollte ich auch mal sein. Ich bin zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber ich bin die Marzipanfigur. Das ist doch schön. Vor allem bist du die Kaktusblüte aus der Oberpfalz. Grüß Gott. Habe die Ehre. Servus, da sind wir. So, es gibt ja immer wieder Menschen, die also ein Selfie machen wollen. So, seid jetzt alle beieinander. Oben bist du hinten? Bin auch da. Bin hinten, dann bleib ich vorn. Weile. So, wer hat jetzt den Fotoapparat? Unten kannst du von hinten das machen. Ja, da muss ich mich aber drüber beugen. Ja, das musst du jetzt schon du machen. Servus. Ja, ich bin das. Das wird jetzt schwierig. Jetzt bräuchten wir so einen Stick. Jetzt bräuchten wir. Wie viel Zeit haben wir? Ja, die ganze Sendung. So, jetzt. Ja, da siehst du jetzt einen Sebastian. Du musst umdrehen, du musst die Frontkamera machen. Du machst ein Video. Du machst ein Video vom Sebastian. Mei, wie viele Promille sind es denn schon? Jetzt musst du mal so machen. Die Schülerin, jetzt pass auf, jetzt hab ich's. Ja, wer bremst denn gerade? Was ist denn? Gar nichts. So, jetzt acht. Weil er so ein klumpertes Handy hat. Warum klingst du unseren Kamera? Hallo! Hallo! Habe ich keine Ahnung, ob das irgendwas geworden ist. Schau mal nach. Jetzt was? Ich habe es noch nicht, ich habe einfach reingehalten. Das ist gar nicht. Sie hat ihre eigene Hand fotografiert. Sie ist ja auch nicht besser. Sebastian, kannst du das machen? Wissen Sie eigentlich, was kannst wir hier für Aufgaben machen? Kannst du filmen und fotografieren? Jetzt. Halt, der Busen ist nicht drauf. Der vergisst nicht. Das ist wichtig. So, ja, da musst du aber stark zoomen. Weil ihr immer nur auf gewisse Dinge beschränkt seid, ihr Mannsbilder. So, das schaut, so schaut das aus, schauen's. Das schaut, so schaut super das aus. Foto aus. Bockstarkes Selfie. Das ist der Wahnsinn. Wir würden eine Ballonfahrt gewinnen. Für wen denn? Für wen magst du so ein Herz haben? Ja, wenn Freundin schreibt, dann ist der Teufel los da geworden. Wie heißt denn deine Freundin? Na, sein Handy ist. Ach so, ist dein Handy. Ah, ist mein Handy. Wer hat denn von Moment euch mal, bei ihm ist der Teufel los, bei ihm ist aber, Gott, das ist sein Handy, aber er möchte ein Herz für sein Sportsal. Was ist denn das eigentlich ich bei euch? Ich bin völlig durcheinander. Ich sagen, oder? Völlig verwirrt. Du hast ein Sportsal und magst das Herzal haben. Ihr da sie frei wie oder würde sie sich über sein Handy freuen? Da, seit dem Vierer. Es gibt so Menschen, die stehen da. Über mein Herz. Seitenparkplatz hinterher. Frau Schieder, so. Hast du ein Herz für ihn? Ja, freilich habe ich ein Herz. Für dich jetzt? Nein, für seinen Sportsaal. Ja, wer ist denn dein Sportsaal? Für den schönsten von uns. Mein Sportsaal ist drauf, jeder. Die beste Freundin, was man sich denken kann. Gell? Wie alt bist du jetzt? Ich du hab ja, danke. Ich wäre schon 19. Also. Nein, oh wow. Ja, und das ist ja verrückt. Der wird 19. Wer? Ich habe gerade das Gefühl, ich möchte in mein Tellerbrot schmieren. Ja, ich hab, so schaut das aus. Oh, ich bin 19. Ich bin so erfahren mit 19. Sie macht sich 19. Lustig. 19. Bub, das Leben wird dir die Flügel noch stutzen. So, und jetzt kommen wir zu... Oh, zum lieben Kollegen. Die Dennis Kotte hat ihn getroffen. Leitermoser Wolfgang hier. Ich freue mich so. Ich habe neben mir Herrn Leitermoser. Hallo. Hallo, servus. Servus. Hast du dich schon getraut an die Ambros Schützner? Nein, ich brauche noch ein bisschen Zielwasser, aber in den nächsten Minuten wird es soweit sein, ja. Du, da hast ja hier genügend Zielwasser vorhanden. Ne? Alles da, was man braucht, ja. Und dann immer auf die 12, hoffe ich. Geht's da wirklich besser? Ich meine, ich habe jetzt gerade vom Wiesenchef gehört, dass er mit 2 Schluck Bier das tatsächlich gut gemacht hat. Ach, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Praxis und Theorie, aber das ist mehr zur Beruhigung, ja. Weil sonst wackelt man und es beruhigt die Atmung ein bisschen. So mit 3 Maß, das ist ja dann doch ein gewisser Druck auf der Lunge. Also ich hoffe, nein, um Gottes Willen, 3 Schluck habe ich bis jetzt gehabt. Aber mal schauen, was in dem Jahr zusammengeht. Berichtest du oft im Radio jetzt auch über die Wiesen oder kannst du jetzt einmal richtig die Wiesen genießen? Die Wiesen genießen ist gut. Jetzt verrate ich euch mal ein Geheimnis. Also, ich wohne 2 Minuten von der Wiesen entfernt, zu Fuß wohlgemerkt, im Epizentrum der guten Laune. Also ich kann wirklich zu Fuß innerhalb von 2 Minuten auf die Intersuft 2015 wanken. Und insofern ist mir nichts Menschliches mehr fremd. Was man hier erlebt, Theresienhöhe, das wollt ihr nicht wissen. Das kann man auch gar nicht senden. Abartigkeiten. Menschen liegen sich bis Sonnenuntergang weinend in den Armen. Und was sich dann in der Tiefgarage beim ehemaligen Lutz tut, das ist Porno-Hardcore.
Oh, das wollen wir, glaube ich, nicht hören. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt endlich mal ein Gesicht zu der Stimme habe, die ich fast jeden Morgen oder Mittag, auf jeden Fall höre ich sie sehr, sehr... 5 bis 9. Genau, auf jeden Fall höre ich sie sehr, sehr oft. Hat mich für deinen Geschmack. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und ich wünsche dir heute noch einen schönen Abend. Lass das schmecken und wir stoßen jetzt nochmal an. Auf jeden Fall. Prost. Prost. Für die Lackerl. Servus. Na, schau her. Er hat auch Liebe, direkt. Nein, zweimal. Dreimal. Komm, dreimal. Was ist denn los mit dir? Was ist denn mit dem dritten Mal? Es ist das Jahr der zwei Nies. Aber ich akzeptiere das. Das ist auch eine Art von Akzeptanz. Eine Art von... Das ist, ja, man nimmt es halt so mit. Es ist nämlich jetzt schon der getrocknete Hopfen, ne? Ja, Hopfen, der dem Onken einigermaßen Schwierigkeiten bereitet. Ja? Aber auch er hat Liebe erfahren. Spürst du Liebe? Auch immer. Ja. Das ist schön. Von wem? Wofür leben? Was? Was spür ich? Spürst du Liebe? Warum? Ja, weil man das so sieht, an deiner Wange. Ach so, wir haben ja angemalt. Aha. Bist du die Frau oder hast du ihm einfach Liebe gegeben? Nein, ich habe ihm einfach ein Bussi gegeben. Aha. Freundin, Frau, was denn jetzt? Der Verdächtige verstrickt sich in Widersprüche. Eben hast du gesagt Frau, jetzt Freundin. Ja, Freundin, Frau. Aber könnte Frau werden, oder? Ja. Ja, dann komm, dann machst du jetzt fix. Frag's halt, jetzt hier und jetzt, komm. Komm, frag's jetzt. Frag's jetzt im Fernsehen. Ich will fragen, ob du ihn heiraten willst. Nein, sie haben, ja, als Frau. Na, aber sie will nicht. Er möchte eine Frau haben. Aber sie will er nicht. Er möchte dich als Frau haben. Aber du willst nicht. Nein, ich heirate nicht mehr. Ja. Jetzt hör doch auf. Es geht Mama auch aufs zweite Mal. Du darfst doch nicht aufhören, Mal. Daran zu glauben. Lass mal die Wiesn erst einmal vorbeigehen. Ach so. Sei doch nicht so störrisch. Glaubst du, ob er wieder zurückkommt, oder? Während der Wiesn, oder wie? Nein. Warum? Schauen wir mal. Dann schau dir die Liz Taylor an. 8 Mal, oder was? Was? Wir sind noch gar kein Paar. Aber ihr berührt euch doch so innig. Ja, das ist die Wiesn. Aber ich mag sie. Ja, schau, er mag dich. Vom Hofbräuhaus. Das mag er auch, er spürt Liebe und jetzt möchte er dich heiraten. Ja. Was ist denn los? Manchmal muss man spontan sein. Komm mal, jetzt lieben dann halt zurück, geben dann eine Puzzle. Man muss ja einfach mal rechnen, ja? Oh, schau, Liebe. Leute, die sich 10 Jahre kennen, dann heiraten, sich nach einem Jahr trennen, fallen in der Statistik so auf, von wegen, ja, die waren ja nur ein Jahr verheiratet, kannten sich aber im Ganzen schon 11 Jahre. Wenn man gleich heiratet, nach 10 Jahren feststellt, vielleicht eher doch nicht, gell? Dann ist man immerhin 10 Jahre beieinander gewesen und verheiratet. Ich glaube ja, dass Paare, die 15 Jahre zusammen sind, einfach nur mal ein Highlight brauchen und dann heiraten sie. Und dann stellen sie fest, das Highlight war es nicht. Und dann sind sie nach einem Jahr wieder getrennt. Genau. Da sagst du, jetzt könnten wir heiraten, weil wir haben sonst keine Highlights mehr in der Beziehung, jetzt lass uns heiraten. Ja, wir können doch gleich hier Rambazamba. Nein, die will nicht. Die war recht kritisch. Die will nur heute glücklich sein. Sie möchte nur heute Liebe spüren. Lust und Leidenschaft. Und morgen eventuell eine neue Liebe. So, und jetzt kommen wir zum Griebel. Und der ist da hinten im legendären Stehbereich des Hofbräu-Festzeltes, wo sich Menschen auch unglaublich lieb haben. Damen und Herren, was auch im Stehbereich gerne passiert, ist, dass man Menschen kennenlernt, die man vorher nicht kannte. Da kommt man sich näher. Was? What? Where are you from? I'm from England. Are you English? I'm English. God save the Queen. Ja, God save the Queen. England and I say God save the Queen. I hope you're not Labour. I am Labour. You are Labour. I am. Also, I voted for Jeremy Corbyn. Ja. Er hat für den What a man. Arbeitet. What are you? I'm from the television. I know. From Fernsehen. Are you conservative? Also, Sie sehen, der Mann ist aus England und wir sind gerade dabei, über Politik zu sprechen. Was ich Ihnen jetzt nicht unbedingt vorenthalten möchte, aber es darf zu lang dauern. Aber schaut aus, als da aus Pasing oder aus Berg am Rhein kommen. Das musst du zumachen. Hier. I've lost the button. I've lost the button. Dann machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Stehbereich des Hofbräu-Festzeltes. Also, wir wollen heute der Stehbereich. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber dieses Phänomen so ein bisschen näher auf die Spur kommen. Wenn Sie mal dahinter schauen, er steht auch, aber er steht falsch, nämlich auf den Tischen. Normalerweise steht man hier am Tisch, hier zum Beispiel oder dort zum Beispiel. Grüß Gott. Bitte was? Du bist gar nicht da, oder? You're not here. Ja. Wo bist du her? Not from Germany. You're not from Germany. Und dann gibt es also Annäherung, dann kommt ein charmanter junger Mann und geht auf eine Frau am Dirndl zu, fällt ihr praktisch um den Hals, gibt
gibt ihr einen Kuss und sie kann überhaupt nichts dafür. Und wenn es dann zu Hause der Freund sieht, wobei jetzt nicht genau weiß, weil noch die Schuhe kann das auch nicht, aber man weiß nicht, das ist auf jeden Fall alles hier sehr mysteriös. How you doing, buddy? Das ist zum Beispiel jetzt Amerikaner, der erste Amerikaner, der wie Amerikaner ausschaut, weil sonst sind sie alle Amerikaner. Amerikaner, but I'm Texan. Ah ja, okay. Also Damen und Herren, Stehbereich, wir werden uns der Sache annehmen und Ihnen heute noch ein bisschen mehr Aufschlüsse über dieses Verhalten der Menschen hier geben. Kleine Pause und Sie müssen gleich wieder. Karen Rapanzel is there. Karen Rapanzel in the house. Oh, Soundcheck. Wir sind live vom Soundcheck, check, check. One, two, 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 two. Dabei. Kannst du dich an deinen Alex? Kannst du dich selber hören? Moment, stimmt jetzt alles. Stimmt jetzt, weil du hast doch Abstimmungsschwierigkeiten. Na, stimmt. Ohr, da, passt euch. Jetzt stimmt, jetzt deine Frage. Kannst du dich an deinen allerersten Auftritt erinnern? Ja, so wirklich vor Publikum, da war ich 8 und hab auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanzen. Mit 8? Mit schon. Vor welchem Publikum? Von meiner Musikschule, wo ich damals Musikunterricht gehabt habe. Wer war im Publikum? Die Eltern, die Stolzen, die alles gefilmt haben? Du, tatsächlich, mein Papa hat gefilmt und das habe ich auch, dieses Video, wo ich von meinem allerersten Auftritt habe, in einem Musikvideo verbraten. Wirklich? Sauber. Und dein allererster Auftritt als Karin Rapanzel? 2009, wahrscheinlich im Irish Pub in Passau. Da gibt es auch was Gutes zum Trinken. Also sowas läuft gut. Und da ist die Röhre auch geölt. So ein Guinness ist nie schlecht. Ah, das bald, oder Iren als solche sind ja auch sehr gesellig, sehr und musikalisch. Sehr musikalisch. Und, ja, freilich. Natürlich. Da kann man sich durchaus beim Gitarrenspiel ein bisschen was abschauen. Ja, und sehr hübsch auch. Echt? Findest du den Iren an sich schön? Ja. Gut, das ist eine Typfrage. Es ist subjektiv. Ich war des Öfteren in Irland. Ich würde dem nicht unbedingt zustimmen. Aber gut, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Wir hören jetzt. Magst jetzt schaust du dir mal den Gitarristen von Snow Patrol an. Da drehen doch die ganzen Weiber durch. Den kann ich mich nicht erinnern. Außerdem sind die Schotten. Da Snow Patrol? Sind Schotten. Nein. Natürlich. Nein. Das werden wir gleich googeln. Das schaue wir ich hören jetzt nach. Übrigens Karin Rapanzel mit Mokst Schmusen. Sie hat ihre Stimme geölt. Es wird hinten ein bisschen ruhig. Du darfst. Du musst das Mikro hinhalten. Ich, Mietzinger? Probierst du erst einmal. Du hast die Marion singt mit, habe ich gehört gerade. Und bitte. Ich schau dich jetzt schon eine ganze Stunde an. Du kannst nicht echt, sondern musst der Fee sein. Deine Augen, die sind der Traum. Da ging es jeder Saphir nur abschauen. Ich bin der Mann, der sich nicht leicht verliebt. Doch bisher habe ich nicht gewusst, dass die gibt. Du bist mein Göttin, ich kann Glockenklingen hören. Weil ganz Leben mag ich nur die verehren. Mag schmusen mir was wurscht, außerdem hab ich einen Durst. Ich hol uns was zum Trinken. Du bist mein Stern, ich hab dich gern. Außen zwar kein echt zum Sphären. Ich hör den Engel singen. Mag schmusen mir was wurscht, außerdem hab ich einen Durst. Ich hol uns was zum Trinken. Du bist mein Stern, ich hab dich gern. Außen zwar kein echt zum Sphären. Ich hör den Engel singen. Ich hatte sie Oberflaschen Wein daheim. Ich tat da wirklich gern meine Wohnung zorn. Was heißt du, finster in der Kneipe, Nase schön. Kommt sie dir nicht, ich möchte jetzt gern zu mir gehen. Was meinst du, warum text ich dich so lang zu? Sag einmal, bist du eine geschamige Kuh? Na, jetzt war so was, jetzt auch nicht gemeint. Das Schönste war mir zwei vereint. Mag schmusen mir was wurscht, außerdem hab ich einen Durst. Ich hol uns was zum Trinken. Du bist mein Stern, ich hab dich gern. Außen zwar gar nicht im Sphären. Ich hör den Engel singen. Mag schmusen mir was wurscht, außerdem hab ich einen Durst. Ich hol uns was zum Trinken. Du bist mein Stern, ich hab dich gern. Außen zwar gar nicht im Sphären. Ich hör den Engel singen. Hey. Und Sie können sich diesen Spruch auch auf Brust und was auch immer tätowieren. Es ist großartig und Sie werden ja vollkommen auf der Wiese. So schaut's aus. Zeitlich habe ich gegoogelt. Snow Patrol ist eine schottisch-irische Band. Wir haben beide recht. Karin, bist du irgendwann mal in der Umgebung, also nach dem Oktoberfest ist vor der Tour, was ist los?
am 10. Oktober im Independent Living Festival im Feierwerk. Das ist ein Inklusionsfestival. Rale in Minge. Rale. Und ansonsten erfährt man alles über dich auf deiner Internetseite, die da heißt www.karinrabhansel.de. .de. Ja. Stehbereich im Hochbrei-Festzelt, ich habe ja vorher gesagt, es ist nicht nur so, dass hier die Menschen aus Australien und Neuseeland kommen und Amerikaner zu Hause sind, sondern auch Menschen aus Südtirol. Wie lange bist du schon da? Ja, wir sind da heute hier seit ca. 10 Uhr. Und seit 10 Uhr? Ja. Und wie gefällt es dir da? Es ist wunderschön hier. Und warum gehst du in den Stehbereich und nicht irgendwo, wo man sich hinsetzen kann? Ja, das ist einfach viel besser hier. Man fühlt sich wohler, man kann mehr feiern, die Leute sind alle gut drauf. Man lernt nette junge Frauen kennen, die am Herzen auf die Wange malen, oder? Ah, auf das auf jeden Fall, ja. Ja. Ist sehr schön. Und wo ist jetzt wie verrammt, die Frau? Ja, die ist mal auf Klo gegangen und dann schauen wir weiter. Also Sie in Südtirol, ich wünsche euch schöne Wissen. Ich bin jetzt auf der Suche, das ist eine Bedienung. Was? Möchten Sie was zum Schnupfen? Sparer da nur. Das ist ja. Das ist ja. Kannst du das ist ja das, dann muss man da noch einen Schmeißen aufziehen. Eine Gletscherbrise, wo bist du her? Ja, ich bin auch von Südtirol. Ne? Ah, Südtirol. Okay, es langt schon. Damen und Herren, wie ich die Pyramide praktisch in die Nase bewege, müssen Sie nicht sehen. Wir sehen uns später wieder. Warte. Bis gleich. Hallo. Nein. Möchtest du jemanden grüßen, jetzt mit vollem Mund? Dieser Singer macht narisch lustig, Leute. Sprich jetzt. Ach, mögen wir nicht, oder was? Sprich jetzt. 3, 2, jetzt. Ja, ist vorbei. Du kriegst da Möchtest du jemanden grüßen? Der hat's vergessen, ja, der steht ja schon ein paar Stunden da. Ja, die ist ihm gerade noch eingefallen, dass er Familie hat. Die Familie grüßen möchte. Das kann man allgemein auch schon Möchtest du jemanden grüßen? Selbstverständlich grüße an die Pfalz, an meinen Mann. An die Pfalz? Ah jo, an die Pfalz. An die Pfalz, da steht Saumagen aus der Pfalz. Saumagen. Und wo ist dein Mann? Der ist zu Hause. Ach, dann grüße ihn doch mal wirklich. Der Schalter heim in der Pfalz. Und auch selber. Sag mal, wie heißt der Mann? Andreas. Andreas, wie heißt du? Nadine. Warum? Nadine hätte dich gegrüßt. Ja, weil wir mit dem Geschäft da sind und er nicht mit konnte. Deshalb heißt sie Nadine. Möchtest du einen Saumagen probieren? Ich kenne den, aber ich... Ja, ist der gut? Der ist lecker. Habt ihr den nicht probiert? Nee, wir kennen das nicht. Wir probieren das morgen. Servus.